So, jetzt aber definitiv der erste Workshop von Smart Setting mit der ZHDK. Paul.zhdk.ch/smart-setting. Welcome to the German-speaking part of Europe. Auch als Mitorganisator soll ich mich in 30 Sekunden vorstellen. Oh, wer ich bin? Also, ich bin doch kein Wasserfallprojekt, oder? Soziale Arbeit arbeitet am Sozialen, nicht an Körpern, nicht an Psychen. Das sagt ja schon das Wort. Also, das kommunikative Setting hat sich massiv verändert. Da kennen wir uns aus. N zu 1. 1 zu N, ja, das kennen wir. Oh, da sowieso, gell? Aber mich interessiert das. Meine ganze berufliche und unternehmerische Karriere befasse ich mich mit diesem Thema und publiziere dazu. Aktuell sammle ich meine Erfahrungen in wikidienstag.ch und davon gehe ich aus. Da gibt es viel zu lernen, die Welt von Wikimedia. Im Feld Community of Practice habe natürlich auch ich mich vorgestellt und dort habe ich auch die ganzen Links zur Definition von Smart Setting. Ich nutze also diese Wikimedia-Welt, welche in den letzten 20 Jahren eine Praxis etabliert hat und versuche von ihnen zu lernen, wie machen wir das eigentlich, wenn wir hier am Arbeiten sind. Smart Setting. Wir nennen ein Setting dann smart, wenn es computer-mediated communication ist, acceptance to work on a common question und commitment without binding. Diese drei Kriterien. Diese Definition werde ich einfach immer wieder hier einbringen als Benchmarker. Ich selber werde in dieser Zeit an einem Glossar weiterarbeiten, welcher Wörter vorschlägt, definiert, welche in diesem Smart Setting sinnvoll sein könnten. Das ist ein Wiki, da kann man mitarbeiten, bearbeiten und verändern. Sprache, Denken, Wirklichkeit, digitales Lernen, digitale Gesellschaft, Didaktik, online, offline. Wenn ich für dich jetzt gerade abwesend bin, sagt das dann etwas über mich aus? Yep, Sprache ist mir wichtig und Quatsch ist Quatsch und deshalb, tschabum, hey. Hey, und darum freue ich mich jetzt sehr über diesen Austausch, den wir hier machen können. Smart Setting Zürcher Hochschule der Künste 2019.